Die Stahlindustrie hat in den letzten Jahren schon schwierige Phasen durchlebt. Die aktuelle Corona-Situation verschärft natürlich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen extrem. Das heißt, unsere wesentlichen Kernmärkte, das ist die, insbesondere die Automobilindustrie, die ist ja in einen Lockdown gegangen und somit ist von einem Tag auf den anderen die Stahlnachfrage völlig weggebrochen. Die Situation vor Ort ist so, dass wir zu Beginn des Jahres eigentlich ganz gut gestartet sind, anders als erwartet. Dann kam leider die Corona-Thematik, die Corona-Krise, die ja alle kalt und hart erwischt hat. Von jetzt auf gleich sind uns die Mengen weggebrochen. Im April um 50%, im Mai sogar um 60%. Die Situation bei Saarstahl ist zurzeit dramatisch. Wir sind 60-70% automobillastig und die Automobilindustrie hängt komplett am Boden. Ja, bei uns in Bremen ist die Produktion aktuell halbiert und leider ist auch keine Besserung in Sicht. Der Druck nimmt aktuell sogar noch zu, weil durch Dumpingpreise der Importe, ich sag mal, der Preisverfall in Europa massiv ist. Insbesondere China und Russland, die haben in den Lockdown-Zeiten voll durchproduziert. Die haben sogar ihre Produktion erhöht. Das heißt, bei ihnen liegen vor der Tür gigantische Überkapazitäten, die eigentlich nur noch darauf warten, nach Europa in die europäischen Märkte hinein zu strömen. Also brauchen wir dringender denn je regulierte Importmengen, die im Wesentlichen unsere Produktion schützen. Und als Mitglied des Europäischen Betriebsrats möchte ich auch dringend den Appell richten, dass Stahl als Kernindustrie in Europa bleiben muss. Um unabhängig zu werden von anderen, die aus welchen Gründen auch immer, ob es eine Krise ist, ob es vielleicht andere wirtschaftliche Sachen sind, die dann einfach sagen, nein, ihr bekommt nichts mehr. Gerade jetzt in dieser Corona-Krise ist uns doch aufgefallen, wie schwierig es war, unsere eigene europäische Versorgung darzustellen. Wir haben überall Engpässe gehabt. Wir haben bis heute, auch die Automobilindustrie hat bis heute Lieferengpässe aus China, aus anderen Ländern. Und das müssen wir verhindern. Deshalb muss das alles hier in Deutschland, in Europa bleiben. Und das ist eine der wichtigsten Aufgaben oder die wichtigste Aufgabe der Politik in Deutschland und in Europa. Und dafür sind aus unserer Sicht zwei Dinge absolut notwendig. Die Europäische Union muss die Safeguards mit den Importquoten kurzfristig der aktuellen Marktsituation anpassen und nicht irgendwelchen theoretischen Zahlen, die man vor 3 Jahren hatte. Und das muss mindestens bis zum Ende des Jahres ebenfalls halbiert werden. Zweitens, wir brauchen ganz dringend jetzt ein Zukunftsprogramm mit finanzieller Unterstützung, damit wir die CO2-Reduzierung der Produktion in dem Zielfenster, was wir alle gemeinsam haben, auch erreichen können. Wir wollen in eine grüne Zukunft gehen. Das können wir auch, weil Stahl steht am Anfang der Wertschöpfungskette der gesamten deutschen Industrie. Und wer eine grüne Industrie möchte, der braucht auch eine grüne Stahlindustrie. Glücklicherweise sind wir uns ja schon seit einiger Zeit einig, dass wir mit der Wasserstofftechnologie etwas haben, womit wir CO2-freien Stahl produzieren können und somit einen erheblichen Beitrag für das Klima, sowohl politisch, aber auch tatsächlich für das Klima leisten können. Und es wäre mit immensen Folgen verbunden, wenn das nicht gemacht wird. Weil nur nachhaltige Produktion einerseits das Klima schützt und andererseits die zukünftigen Arbeitsplätze in der Stahlindustrie auch erhalten wird. Das eine muss mit dem anderen jetzt zusammenkommen. Es macht keinen Sinn, in dieser Krise jetzt diese Ziele hinten anzustellen, weil wir da Zeit verlieren, die wir eigentlich gar nicht haben. Klimaschutz muss jetzt passieren und deswegen sind wir auch dringend darauf angewiesen, dass jetzt die Unterstützung dafür bereitgestellt wird.